Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Alt-Computer und zwar mit dem Alt-Gamer für 1149 Euro. Nochmal einem Alt-Gamer für 1499 Euro. Und den Alt-Gamer Extreme für 2399 Euro. Zuerst wie immer das Bild. Ja, das Bild ist jetzt nicht sonderlich fake. Die haben hier mehrere Bilder, aber das passt soweit eigentlich schon. Hier fehlt sogar die Grafikkarte, von daher ist das gar nicht mal so ernst zu nehmen. Aber das Mainboard stimmt, der CPU-Kühler auch einigermaßen und das passt soweit eigentlich. Das Betriebssystem hier ist Windows 10 Home. Das reicht für die meisten Zocker natürlich aus. Die meisten Systemintegratoren geben die Pro-Variante dabei. Ob sich das jetzt lohnt, das sei jetzt mal dahingestellt, ist auf jeden Fall in Ordnung, dass es mit dabei ist. Passt natürlich auch zu dem Prozessor, hier ist ein Ryzen 3600 drin. Wenn ihr jetzt einen Intel hättet, sage ich mal, ab dem 12600K sollte man auf Windows 11 gehen, aber Windows 10 ist völlig in Ordnung, könnt ihr hinterher auch noch upgraden, wenn ihr das möchtet. Und das kostet 38,90 € über MyOEM. Als CPU haben wir einen AMD Ryzen 5 3600 ohne X. Zum normalen Daddeln reicht das natürlich aus. Die Sache ist einfach die, ein 5600er hätte in das Budget auch schon reingepasst und der ist noch ein bisschen leistungsstärker, vor allen Dingen was die Single-Core-Performance angeht. Der hier hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Wie gesagt, zum Daddeln reicht das. Wollt ihr streamen, geht auf den 8-Kerner, sage ich immer wieder mit dabei. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass sie auf eine ältere Generation gehen. Wie gesagt, der 5600er hätte mir besser gefallen. Und der kostet 129,43 Euro bei versandkönig.de. CPU-Kühler ist ein GameMax Gamma 500 CPU-Kühler. Den habe ich mir auch mal rausgesucht. Den gibt es leider bei Geizhals nicht. Wir haben dafür jetzt quasi eine Alternative genommen. Der ist aber soweit okay. Für den Prozessor reicht er aus. Hier steht auch, dass er einen Intel- oder AMD-Prozessor mit einer TDP von bis zu 187 Watt kühlen kann. Das glaube ich nicht. Aber das wird so die Angabe sein, 187 Watt, einfach nur TDP, was auch bei den anderen Herstellern immer so dabei steht. Wir nehmen jetzt einfach den LC Power Cosmo Cool, der ist auch RGB beleuchtet, hat 180 Watt TDP. Wenn ihr wollt, rechnet hinterher noch ein 5er drauf oder 10 Euro, das ist völlig egal. Reicht auf jeden Fall aus für diesen Prozessor, das ist sowieso nicht so ein Hitzkopf. 65 Watt TDP auf dem Ryzen 3600 ist halt wirklich nichts. Und der kostet 29,81 € bei Computer Universe. Das Gehäuse ist ein Alt Draco XD, das gibt es auch so bei Geizhals nicht direkt, das ist quasi ein Gehäuse mit Netzteil integriert. Deswegen steht auch hier direkt das Netzteil mit dabei mit seinen 500 Watt. Es ist aber preislich immerhin gelistet. Da ist jetzt auch kein Bild oder so. Ich habe mir das Bild angeschaut. Ja, für das System reicht das Gehäuse vielleicht noch aus. Das ist wieder diese Geschichte mit diesen seitlichen Schlitzen. Ihr seht es auch hier ganz gut. Der hat auch drei Frontlüfter und einen hinteren Lüfter. Also der Airflow ist irgendwo gegeben. Klar, über diese Schlitze kommt jetzt nicht so viel Luft rein. Aber das System ist jetzt auch nicht so leistungsstark, dass es wirklich krasse Hitzeentwicklung oder so hätte. Oder es sollte dafür noch ausreichen. Das 500 Watt Netzteil, was das für ein Hersteller ist, kann ich euch leider nicht sagen. Dass ein Gehäuse und ein Netzteil in einem verkauft wird, finde ich immer ein bisschen kritisch. Weil das Netzteil ist dann immer so ein Billo-Netzteil, also keine Qualität. Und ich finde Netzteile schon sehr, sehr wichtig bei so einem System. Weil wenn es abraucht, reißt es meistens noch den Rest der Hardware mit in den Tod. Ist immer ein bisschen schade. Das Produkt, was hier gelistet ist, hat ein 550 Watt Netzteil, aber die Lüfter sind auch mit dabei. Hier beleuchtete Lüfter und so weiter, steht alles mit dabei. Qualitativ kann ich da jetzt leider nicht so viel zu sagen. Und das kostet 89,90 € direkt bei Alt. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir 16 GB Arbeitsspeicher. Zwei Sockel sind noch frei von 4 Stück, also Dual Channel, schon mal sehr wichtig. DDR4 3200 MHz G-Skill Aegis. Ich bin kein Fan von dem Aegis, natürlich habe ich die Garantie auf das System. Mir sind sie persönlich schon öfter kaputt gegangen als jetzt Corsair Vengeance oder Crucial Ballistics oder so. Also wie gesagt, das ist echt so ein richtiger Budget-RAM. Das ist halt der günstigste so ziemlich auf dem Markt. 16 GB ist aber in Ordnung. 3200 MHz, ja, ist die Spezifikation des Prozessors. 3600er hätte mir besser gefallen. Aber für das System reicht das erstmal aus. Und der kostet 52,29 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 3060 und zwar von Palit. Das ist natürlich ein günstiges Modell. Also es gibt teurere Modelle, zum Beispiel schon Gainward, die sind teilweise auch teurer. Oder Asus oder MSI, je nachdem. Also das ist wirklich ein günstiger Hersteller. Tut der Leistung aber keinen Abbruch. Klar, das Kühldesign ist ein bisschen anders. Die können ein bisschen lauter werden, je nachdem. Ich hatte die leider noch nie in der Hand, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Die 3060 ist... Ja, soll man Einsteigerbereich sagen? Ich würde schon sagen Einsteigerbereich, weil danach noch so viele Karten folgen. Ich sage es immer wieder bei mir in den ganzen Videos, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti und so weiter. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Karte. Ihr könnt auch AAA-Titel damit spielen. Ja, da müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen rumprobieren. WQHD wird da auch schon ein bisschen schwieriger, klappt zwar, aber wie gesagt, das könnt ihr jetzt nicht erwarten. Ultra-Einstellungen zum Beispiel... weiß ich nicht, Far Cry 6 oder so auf Ultra ballern und dann erwarten, dass ihr da 150 FPS oder so bekommt. Aber in dem Preisbereich ist das durchaus in Ordnung. FPS-Sets dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 428,99 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus Prime B550M-A Wi-Fi.
Ja, leider Mikro-ATX. Ich finde das nicht so geil. Wisst ihr auch, wenn ihr meine Videos guckt, da hätte auf jeden Fall ein Full-ATX reingehört. Ich weiß nicht, wie das bei dem Gehäuse ist, ob das vielleicht nur Mikro-ATX frisst. Das kann natürlich sein, aber auf dem Bild eben sah es aus wie ein ATX-Case. Deswegen, da hätte man durchaus ein besseres Board nehmen können. Das hat hier oben auch keine gekühlten Spannungswandler, sondern nur hier an der Seite. Finde ich immer ein bisschen schade. Es geht auf jeden Fall auf die Haltbarkeit. Vier RAM-Bänke, zwei davon sind natürlich belegt. Hier unten kommt die Grafikkarte rein. Den Slot könnt ihr sowieso nicht benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Den hier eventuell schon, irgendwie für eine Capture-Card oder USB-Erweiterungskarte. Zwei M.2-Plätze habt ihr auch noch mit dabei. Einer ist davon natürlich schon belegt, aber ihr könnt hinterher zum Beispiel noch eine zweite M.2-SSD einbauen, wenn ihr mehr Speicher braucht. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In-Netzwerkanschluss, WLAN und Bluetooth. Das ist ganz geil, dass es mit dabei ist. Viermal USB 3.0, zweimal USB 3.1. Dann haben wir hier halt noch die Grafikanschlüsse, die ihr sowieso nicht benutzen könnt. Der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit. Wenn ihr das System nach Hause kriegt, dann schließt bitte euren Monitor an der Grafikkarte an. Und PS2-Anschluss werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Also ich finde, selbst in diesem Preisbereich wäre schon ein Full-ATX-Board drin gewesen. Ich finde, das sind immer so Büroboards. Die packt ihr in Bürorechner rein. Deswegen haben die auch so viele Onboard-Grafikanschlüsse, damit ihr einfach einen ganz normalen Prozessor mit einer integrierten Grafikeinheit nehmen könnt und die Grafikkarte euch wegsparen könnt. Und das kostet 119 Euro, auch direkt bei Alt. Als SSD haben wir hier eine Kingston NV1 mit 500 GB. Die hat eine Lasergeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Die reicht natürlich irgendwo aus von der Geschwindigkeit. Zum Zocken dicke, also wenn ihr jetzt nicht wirklich tagtäglich Daten hin und her schaufelt, ist das schon okay. 500 GB finde ich zu wenig. Das System ist bei über 1000 Euro und 500 GB gehört da einfach nicht rein. Ein Terabyte hätte ich mir schon gewünscht, auch wenn es auch da nur eine NV1 gewesen wäre mit den Geschwindigkeiten. Und die kostet 43,50 Euro bei Mindfactory. Ansonsten sind das hier nur noch die technischen Daten, da kommt jetzt nichts mehr, was irgendwie in die Geizhalsliste reinwandert. Das sind einfach nur die ganzen Anschlüsse und so weiter. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier ist die Kingston NV1 SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, den wir als Alternative genommen haben, Windows und eben das Gehäuse inkludiert mit dem Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 932 Euro, das System soll kosten 1149. Grundsätzlich, sage ich mal, ist der Preis irgendwo okay, es ist über 200 Euro fürs Zusammenbauen, ihr kriegt das woanders günstiger und ich habe auch eine Alternative rausgesucht. Wir haben hier zum Beispiel den Hardware Deals 1200 Nvidia Edition für 1199, ja der kostet 50 Euro mehr. Aber hier ist ein top aktueller 12400F drin, das heißt auf dem Board könnt ihr hinterher sogar noch erweitern bei der aktuellen Intel-Generation. Hier ist eine 3060 Ti drin, nicht einfach nur eine 3060, sondern wirklich schon eine Ti. Auch 16 GB RAM, 1 TB SSD, wovon ich eben gesprochen habe. Bei dem anderen System sind es nur 500 GB und ein B660 Gaming X von Gigabyte, ein Full-ATX-Board, nicht Micro-ATX. Dann habt ihr hier auch noch ein 600 Watt BeQuiet Pure Power drin, was auch ein gutes Netzteil ist mit 100 Watt nochmal oben drauf. Und Silentium PC Ventum VT4 VTG, das ist ein gutes Gehäuse mit gutem Airflow. Und ihr habt keinen Aegis RAM, sondern die Stufe höher, G-Skill Ripjaws, die schwarzen. Also ich würde mir das echt überlegen, ob ich da nicht 50 Euro mehr investiere und dann einfach diesen hier nehme. Grundsätzlich von der Konfiguration gefällt mir das Micro-ATX-Board nicht, die 500 GB SSD, der Rest ist irgendwo okay. Ja, es ist Aegis-RAM, klar, aber habt ja Garantie auf das System. Wenn er abbraucht, kriegt er neuen. Ne? So ist es ja nicht. Kann man natürlich auch vermeiden, indem man direkt RAM nimmt, der nicht so anfällig ist. Also für mich wäre das System auf jeden Fall nichts. Jetzt kommen wir zum zweiten. Da haben wir viele ähnliche Sachen drin. Ich gehe jetzt nur auf die Sachen ein, die quasi neu da drin reinkonfiguriert worden sind. Wir haben hier 1499 Euro als Preispunkt. Auch hier ist es Windows 10 Home, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Auch der Ryzen 3600, der gleiche CPU-Kühler, das gleiche Case, allerdings mit einem 650 Watt Netzteil. Ihr könnt gerne gleich beim Warenkorb, also ich habe das alte wieder genommen mit 550, rechnet von mir aus 50 Euro drauf, was schon zu viel wäre, aber rechnet es ruhig drauf. Auch hier wieder, denke ich mal, der gleiche RAM, weil auch 16 GB und 3200 MHz. Hier steht allerdings nicht Aegis dabei, ich habe jetzt einfach den Aegis mit reinkonfiguriert. Hier bekommen wir allerdings schon eine Asus GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming V2. Die ist natürlich leistungsstärker als die 3060, ist es eine Asus TUF, ist auch nicht selbstverständlich. Also ich finde es gut, dass man bei den Grafikkarten genau weiß, was man bekommt. Da steht nicht beliebiger Hersteller, sondern man weiß genau, was man bekommt. Den FPS-Test dazu findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Und die kostet 611,28 Euro bei Playox. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming B550 Plus. Das ist ein Full-ATX-Board, B550-Chipsatz, wunderbar. Hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein, hier könnt ihr noch eine SSD verbauen, beziehungsweise die schon verbaut, aber hier unten könnt ihr noch erweitern. Und hier habt ihr noch ganz viele Erweiterungsslots für USB-Erweiterungen, WLAN, was auch immer ihr gerne haben möchtet, Capture-Cards oder so. Bisschen RGB-Beleuchtung ist auch noch mit dabei. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C ist auch mit dabei.
Dann haben wir hier noch Netzwerkanschluss und Onboard-Grafik könnt ihr, wie gesagt, auch hier wieder nicht benutzen. Alles in allem grundsolides Board. Kann ich nicht meckern. Ist auch okay, dass es drin ist. Erwarte ich bei dem Preisbereich aber auch. Und das kostet 134,90 € bei Computer Universe. Die SSD ist hier in dem Fall eine Kingston A2000 mit 1 TB. Die Problematik dabei ist, die Kingston A2000 mit 1 TB wird scheinbar nicht mehr hergestellt oder gibt es aktuell nicht so viel auf dem Markt. Deswegen kostet die hier 169,99 €, was völlig utopisch ist. Wir nehmen als Alternative jetzt die Kingston NV1. Die tun sich nicht so viel, die kostet allerdings nur 72,90 €. Wenn ihr jetzt natürlich ganz hart sein wollt, rechnet ihr später noch 100 € auf den Warenkorb drauf, was aber Quatsch ist. Wie gesagt, ihr kriegt alle erdenklichen 1 TB SSDs um diesen Preisbereich. Natürlich die superschnellen nicht, die sind wieder ein bisschen teurer, aber die tun sich in der Geschwindigkeit nichts, deswegen nehme ich jetzt die Kingston NV1. Der Rest sind wieder nur die technischen Daten. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, die wir als Alternative genommen haben, weil die so schlecht verfügbar ist. Der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Windows und hier wieder das Gehäuse mit dem Netzteil. Wie gesagt, das Netzteil, was hier drin ist, hat 650 Watt. Hier sind es nur 550. Von mir aus ballert ihr noch 50 € oben drauf. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.159,59 €. Das System soll kosten 1.499. Also wieder veralteter Prozessor, sag ich mal. Ja, die 5000er-Reihe wäre besser gewesen. Das Mainboard ist diesmal okay, die SSD ist auch irgendwo in Ordnung, aber der Aufpreis ist leider viel zu hoch. Und wieder habe ich bei Dubaro einen rausgesucht. Also ich bin nicht mit Dubaro gepartnert, nur ich gucke dann meistens erstmal da drauf, weil die viele Preissteps haben und ich dann halt schauen kann, was die dafür so anbieten. Hier ist ein PC, der kostet 100 € weniger. Da habt ihr auch schon 12400F drin, also aktuelle Intel-Generation. Ein PureRock 2 Schwarz-CPU-Kühler ist auch super. Das Mainboard ist auch völlig in Ordnung. Die Grafikkarte ist hier allerdings schon eine 3070, also keine 3060 Ti, sondern 3070. Hier habt ihr die G-Skill Ripshaws drin mit 3600 MHz, was auch besser ist. Die Kingston NV1, das ist die aus dem Warenkorb eben. Ein 700 Watt Netzteil haben wir mit dabei und ein BeQuiet PureBase 500DX, was ein sehr gutes Gehäuse ist, auch was den Airflow angeht. Und es kostet halt 100 € weniger. Deswegen würde ich jetzt auch schon sagen, dass sich der PC von Alt auf jeden Fall nicht lohnt, weil veralteter Prozessor und hier habt ihr halt die aktuelle Intel-Generation und eine bessere Grafikkarte. Und dann kommen wir jetzt zum letzten, das ist der Alt Gamer Extreme für 2.399 €. Hier haben wir schon Windows 11 mit dabei. Das ist natürlich dem Prozessor geschuldet, das ist ein 12700KF in diesem System drin und der hat diese Efficiency- und Performance-Cores und deswegen braucht ihr da schon Windows 11. Das funktioniert auch mit Windows 10. Nur Windows 10 kann nicht so gut mit den Performance- und Efficiency-Cores umgehen, deswegen ist hier Windows 11 mit dabei, ist auch völlig in Ordnung. Und das kostet 69,99 € bei MySoftware. Dann haben wir hier den besagten 12700KF. Der hat eine TDP von 125 bis 190 Watt, 12 Kerne, also 8 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 20 Threads, 16 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Ich habe den 12700K. Der KF, der unterscheidet sich dadurch, dass das F einfach nur dafür steht, dass er keine Grafikeinheit hat. Das heißt, ihr müsst das Bild wieder über die Grafikkarte ziehen. Nichtsdestotrotz ist das ein guter Prozessor, auch zum Streamen. Übrigens, wenn ihr das Video jetzt gerade seht, ich streame gleich noch live. Also wenn ihr das jetzt schaut und zu Ende geschaut habt, werde ich wahrscheinlich live sein. Wäre schön, wenn ihr mal reinschaut, vielleicht mal Hallo sagt. Ich freue mich da immer sehr drüber. Also, wie gesagt, guter Prozessor, aktuelle Generation. Und der kostet 412,38 € bei Mindfactory. Als CPU-Kühler kommt hier eine Wasserkühlung zum Einsatz, und zwar die NZXT Kraken X53240. Das ist eine 240er I/O, die reicht für den Prozessor aus. Ich hätte eine 360er besser gefunden, weil ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel render bei mir, ich habe die Arctic 360er, da kommt der schon so an seine 65, 70 Grad. Bei einer 240er habt ihr natürlich auch weniger Kühlfläche, dementsprechend wird er noch ein bisschen wärmer, aber ich glaube nicht, dass der irgendwie so hart belastet wird, dass er dann in Thermal Throttling geht, heißt runtertaktet, ja, wegen der Temperatur. Das ist schon völlig in Ordnung und die kostet 124,89 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet PureBase 500X. Da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, bei Dubaro, da war ja so eins verbaut. Das ist ein gutes Gehäuse, technisch gesehen. Mir gefällt es optisch nicht, das muss aber euch gefallen und nicht mir. Hat einen guten Airflow, hat vorne schon einen Lüfter vorinstalliert, hinten hat er auch einen Lüfter vorinstalliert, ein bisschen RGB-Beleuchtung und so weiter. Ist echt ein gutes Case. Und das kostet 96,80 € bei Mindfactory. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir schon wieder G-Skill Aegis drin, diesmal aber 32 GB, 3200 MHz. Auch hier hätte ich mir gewünscht, dass sie 3600 MHz nehmen. Aegis RAM bin ich absolut kein Fan von. Immerhin Dual-Channel und 32 GB ist okay. Wie gesagt, ihr habt ja Garantie. Wenn was damit ist, müsst ihr das halt zurückschicken. Kann man vermeiden, indem man direkt vernünftigen RAM nimmt und nicht irgendwelchen Budget-RAM bei einem
einem 2500-Euro-System und der kostet 99,89 € bei Mindfactory. Was ich eben noch ein bisschen vercheckt hatte, hier war das Gehäuse und hier ist wieder ein Netzteil mit dabei. Wir wissen aber nicht, was dabei ist. Es ist ein 750-Watt-Netzteil. Das Gehäuse wird immer ohne Netzteil geliefert, deswegen suchen wir jetzt eins raus. Weil wir nicht genau wissen, was wir kriegen, nehmen wir jetzt einfach mal ein qualitativ hochwertiges, damit wir preislich irgendwo in einer guten Range sind. Hier haben wir BeQuiet PurePower 11 FM 750 Watt. Das hat 5 Jahre Garantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Was es jetzt genau ist, was da drin ist, weiß ich nicht, aber wir müssen irgendwo einen Preispunkt finden und ich finde, da haben wir auf jeden Fall eine sichere Seite gewählt. Und das kostet 99,97 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist hier in dem Fall eine Asus GeForce RTX 3070 Ti ROG Strix OC. Das ist eine sehr gute Karte, die hat auch ein sehr gutes Kühldesign, wir haben sie auch selber hier im Haushalt. Natürlich kommt danach noch die 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, wobei die letzten beiden Quatsch sind. AMD hat auch noch ein paar Karten im Lager, die ein bisschen stärker sind als die hier. Damit könnt ihr aber so ziemlich alle Titel auch in WQAD spielen. Klar, ihr müsst mit den Einstellungen ein bisschen so rumprobieren und wie viel FPS ihr haben wollt. Wenn ihr jetzt einen 144 Hz WQAD Monitor habt, dann müsst ihr mal schauen, dass ihr die Details vielleicht ein bisschen runterdreht. Aber den FPS-Test dazu findet ihr sowieso unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 778 € bei Equipper. Was das Mainboard angeht, haben wir den Asus ROG Strix B660-A Gaming Wi-Fi D4. Das ist grundsätzlich kein schlechtes Board. Ihr habt hier aber einen 12700KF drin. Und das K steht unter anderem auch noch dafür, dass er einen freien Multiplikator hat und übertaktbar ist. Was bei einem B660 Mainboard einfach nicht geht. Da bräuchte ihr Z690 für. Finde ich schade, dass sie es genommen haben. Immerhin ist es Full ATX, sieht designtechnisch auch ganz gut aus, hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden, beziehungsweise ist schon verbaut. Hier unten können nochmal 2 verbaut werden. Hier kommt eine Grafikkarte rein und die Slots könnt ihr wie immer benutzen für eine Capture-Card oder ähnliches. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1, USB Typ C, Wi-Fi und Bluetooth. Dann haben wir 2x USB 3.1, 1x USB 3.2, 4x USB 2.0. Netzwerkanschluss, USB-C ist auch dabei. Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor auch keine integrierte Grafikkarte hat. Das liegt natürlich an dem F-Suffix vom Prozessor. Wenn das jetzt nur ein 12700K wäre, könntet ihr darüber ein Bild ziehen. Macht aber keinen Sinn, ihr habt eh eine Grafikkarte. Und das kostet 220 € bei Galaxus. Die SSD ist hier in dem Fall eine Samsung 980 Pro mit 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde. Die ist schon gut schnell. Ist natürlich bei so einem System für 2400 € auch zu erwarten, dass da sowas drin ist. Ich wäre aber vielleicht eher auf eine etwas langsamere gegangen, vielleicht eine 970er und hätte dafür 2 TB reingeworfen. Das wäre dann nicht so teuer gewesen. Aber gut, wie gesagt, ist eine gute SSD, ich will jetzt gar nicht weiter meckern. 1 TB finde ich halt ein bisschen wenig bei 2400 €. Müsst ihr selber entscheiden, ob euch das reicht. Und die kostet 123,99 € bei Amazon. Dann wären wir hier auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil, was wir als Alternative genommen haben, weil wir nicht genau wissen, was wir kriegen, und Windows 11. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2025,91 €, das System soll kosten 2399 €. Also auch viel zu teuer. Und auch hier habe ich nochmal eine Alternative rausgesucht. Der hier kostet sogar ein Fuffi weniger, hat auch den 12700KF drin, hat eine MSI Mach-Core Liquid 240R, also auch eine 240er Wasserkühlung. Die ist im Moment so ein bisschen bekannt dafür, dass sie gerne kaputt geht. Ich weiß nicht, ob es mit den neuen genauso ist. Die alten sind auf jeden Fall gerne kaputt gegangen. Ihr habt da allerdings schon Z690 Board, was ich eben angesprochen habe, wegen dem Übertakten. Ihr habt hier eine 3080 Ti, keine 3070. Klar, beliebiger Hersteller, es wird keine Asus Strix werden, wird wahrscheinlich eine Zotac oder so werden, aber eine 3080 Ti ist halt das Optimum, was man im Moment preis-leistungstechnisch irgendwie machen kann. Ihr habt da die G-Skill Ripjaws mit 3600 MHz drin, auch 32 GB. Hier eine 1 TB Kingston MV1, die ist natürlich deutlich langsamer. Ein 850 Watt MSI Netzteil und das 500DX auch. Und das eben für ein Fuffi weniger. Eine Grafikkarte, die 2 Stufen höher ist. Dazwischen liegt ja noch die 3080. Also ich würde mir das echt schwer überlegen, ob ich den dann bestelle hier bei Alt. Also er ist A zu teuer und B gibt es bessere Alternativen. Ich habe das von Dubaro jetzt nicht bei Geizhals durchgejagt. Aber rein von den technischen Daten würde ich schon sagen, preis-leistungstechnisch wird es irgendwo okay sein. Wenn ihr möchtet, dass ich die aktuellen Hardware-Deals-Dinger nochmal irgendwie durchnehme in dem Video, sagt bitte Bescheid in den Kommentaren. Oder eben gleich im Stream, wenn ihr bei mir in den Stream reinkommt, könnt ihr gerne sagen, yo, wir wünschen uns, dass du nochmal Hardware-Deals die Sachen anguckst, weil die ändern immer wieder die Configs, dann mache ich das auch gerne. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.